Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, der Laminatboden ist mittlerweile picobello verlegt. Das Filz ist auch abgedeckt, das Fenster ist eingebaut, die Zimmertürzarge ist auch eingebaut, es wurde tapeziert. Und jetzt kommen wir zum Feinschliff, nämlich den Fußleisten. Ich dachte mir, darüber drehe ich ein extra Video, denn es gibt darüber auch ein, zwei Sachen, die man beachten sollte, wenn man sowas anbringt. Beziehungsweise es gibt wirklich unterschiedliche Systeme und wo du darauf achten solltest, das erfährst du nach dem Intro. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir mit den Arbeiten loslegen, kann ich euch wärmstens empfehlen, besorgt euch etwas für die Knie. Ich habe jetzt hier Knieschützer. Wenn ihr jetzt wirklich ein ganzes Haus saniert, das heißt, ihr macht Fliesenarbeiten, ihr macht Laminatarbeiten, ihr macht viele Arbeiten auf dem Boden, dann kann ich euch wirklich solche Knieschoner wärmstens empfehlen. Das bringt schon etwas. Bevor wir nun anfangen mit den Fußleisten, die zu verlegen, es gibt bei den Fußleisten wirklich unterschiedliche Systeme. Das ist jetzt eine Fußleiste, die kann ich mit einem Clips an die Wand ranklipsen. Das ganze System kostet zwar 1-2 Euro mehr als so ganz normale Fußleisten, die ich einfach randübel, hat natürlich auch sein Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt mir so eine Fußleiste kaufe, ohne so ein Clipsystem, dann kann ich die natürlich auch mit Montagekleber einfach an die Wand kleben oder einfach von vorne dübeln mit einer schönen Schraube ran. Das sieht auch alles schön aus. Viele vergessen aber, dass solche Fußleisten natürlich mit der Zeit auch arbeiten, so wie auch das Laminat. Das ist ja Holz, auch wenn es hier nur so eine Flachpress-Spanplatte ist, trotz alledem arbeitet dieses Material. Das heißt, irgendwann kann es dazu kommen, dass so eine Fußleiste Wellen oder Beulen schlägt. Das habe ich ganz oft gesehen in fremden Haushalten. Dann habt ihr auf einmal so eine dicke, fette Welle. Das ist nicht, weil der Putz uneben ist, sondern weil die Fußleiste bzw. das Material arbeitet. Das heißt, ihr könnt von vornherein schon entscheiden, will ich 1-2 Euro sparen und die einfach von vorne festdübeln oder schrauben oder nageln, je nachdem, was ihr für einen Untergrund hier habt. Hier haben wir eine Vollbetonwand mit einem U-Betonstein und hier vorne ist ein Putz. Das heißt, ich muss nachher hier dübeln. Macht natürlich ein bisschen Arbeit, aber es ist besser, wenn ich das klebe oder mit doppelseitigem Klebeband befestige, denn das Ganze, irgendwann fällt das auch wieder ab, weil wir haben jetzt hier hinter Tapete, das heißt, die Tapete wurde ja am Putz befestigt, das heißt, doppelseitiges Klebeband würde ich euch hier nicht empfehlen. Unter anderem ist es auch so, dass die Fußleiste wieder nicht arbeiten kann. Ich habe jetzt hier mir so ein Clip-Set besorgt, also passend zu dieser Fußleiste. Das Ganze wird alle 25 bis 50 cm an die Wand gedübelt. Natürlich heißt das viel, viel Arbeit, viel, viel Bohren, aber hier ist schon in diesem Set alles enthalten. Manchmal, es gibt es leider hier nicht, gibt es auch so kleine Bohrschablonen. Das heißt, ich nehme einfach diesen Halter, lege mir den hier passend dran und mit den Lampen ja bündig, nehme mir einen Bleistift und zeichne mein Bohrloch an. Dann kann ich das Ganze bohren und dübeln. Das zeige ich euch gleich nochmal, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und kann so ein Halter wirklich alle 20 bis 30 oder 50 cm festschrauben. Der Vorteil daran an solchen kleinen Haltern ist ganz einfach. Ihr könnt hier unter ein Antennenkabel verlegen, ein Boxenkabel oder irgendwelche Kabel, Lagen, die ihr später nicht sehen wollt. Und das ist einfach der Vorteil an so einem Clip-Haltesystem. Ihr könnt natürlich auch bei Bedarf die Leisten wieder rausnehmen. Das ist halt das Schöne. Wenn ihr das Ganze von vorne dübelt, ja, dann habt ihr diesen Salat, dann könnt ihr das Ganze wieder abschrauben, ranschrauben. Meistens passen dann die Bohrung nicht von den Fußleisten oder man vertauscht diese Fußleisten. Und das ist halt dieser Vorteil an diesen Clipsen. Die machen zwar anfangs ein bisschen mehr Arbeit als das andere System, aber ich kann euch das wirklich empfehlen. Wir beginnen einfach mit der ersten Fußleiste. Wie gesagt, ihr könnt euch das Ganze auch selber bauen aus Dachlatten. Lasiert die dann habt ihr natürlich auch sehr, sehr günstige Fußleisten. Aber ihr müsst natürlich bedenken, dass ihr niemals den Boden, den ihr euch ausgesucht habt, den Belag, dass ihr den exakt gleichen Farbton hinbekommt. Wie beginnen wir mit der ersten Fußleiste? Ich habe sie gerade eben hier mit dieser Gärungslade zugeschnitten. Das ist ein wirklich sehr, sehr tolles System. Damit bekommen wir auch nachher wirklich richtig tolle Ecken hin, beziehungsweise dichte Ecken. Es gibt da auch wieder zwei unterschiedliche Systeme, da kommen wir aber gleich zu. Das erste System ist, beziehungsweise die erste Arbeit ist, dass wir hier einen 45-Grad-Schnitt anschneiden. Warum, weshalb? Wenn wir gleich zwei Fußleisten miteinander stoßen, haben wir in der Mitte eine kleine Fuge. Und
da die Fußleiste ja arbeitet, kann dementsprechend die Fuge dann groß oder klein ausfallen. Das heißt, es würde extrem auffallen. Da wir jetzt hier aber einen 45-Grad-Schnitt angeschnitten haben und die andere Leiste nachher hier gegen kommt, fällt das nicht wirklich auf, wenn die Leiste so ein bisschen arbeitet. Hier gibt es so eine schöne Lade, da könnt ihr euch das Ganze reinlegen, euch 90 Grad hier ran halten, mit einem 90-Grad-Winkel das Ganze fixieren und dann könnt ihr das Ganze mit einer japanischen oder mit einer Feinschnittsäge zuschneiden. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr könnt alternativ natürlich auch, wenn ihr das zur Verfügung habt, eine Kappengärungssäge verwenden. Aber für einen Laien ist dieses System wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen. Es gibt hier bei so einem Eckpunkt, den wir hier haben, das ist eine 90-Grad-Ecke, da gibt es zwei Systeme. Entweder verwendet ihr hier wieder die Ecken, das heißt, ihr könnt die Fußleiste jetzt einfach stumpf lassen, berechnet den Eckpunkt bzw. die Länge dieser Ecke, schiebt die hier drauf und dann könnt ihr das Ganze hier reinstecken und draufklipsen. Das ist die erste Variante. Natürlich, wenn ihr viele, viele Fußleisten bzw. viele, viele Ecken habt, wird das auf Dauer ins Geld gehen. Dann gibt es eine gute Alternative. Nehmt ihr diese Lade hier und dann schneidet ihr eure Fußleisten gleich von vorne rein in die richtige in den richtigen Winkel. Das Ganze ist sehr, sehr einfach. Ihr nehmt die Lade, legt die rein, guckt, dass die Schenkel links und rechts bündig sind. Und wenn ihr das Ganze dann vermitteln habt, fixiert ihr das Ganze hier an der Stellschraube und dann habt ihr euren Winkel direkt auf diese Lade übertragen. Ihr könnt die Fußleiste nehmen, hier reinlegen und dann auf Gärung schneiden. Um die kleinen Kunststoffklipse zu befestigen, legt ihr euch einfach eure vorhandene Fußleiste hier hin, damit ihr so ganz grob den Abstand abschätzen könnt. Und dann setzt ihr die an, nehmt euch einen Bleistift und markiert euch das Bohrloch. Bei wirklich sehr, sehr guten Clipshalter, das ist leider jetzt hier nicht der Fall, gibt es auch immer eine Bohrschablone. Das heißt, ich kann die ranlegen, zack, markieren und das Ganze bohren. Ist vielleicht auch ein bisschen überflüssig, denn ich kann natürlich auch gleich so einen Kunststoffhalter nehmen und mir das Bohrloch markieren. Dann ist auch in einem guten Set schon vornherein Dübel und Schrauben vorhanden. Das heißt, ich messe mir den Durchschnitt das Durchmesser von dem Dübel. Das ist, glaube ich, ein 6er. Spare mir einen 6er Schlagbohrer ein und dann bohre ich das Ganze. Es kann natürlich vonnöten sein, dass ihr das Ganze so leicht schräg bohren müsst. Das macht der Schraube oder den Halter aber nichts aus. Wichtig ist natürlich auch hier, den Bohrstaub gleich komplett aus dem Loch und unter dem Laminat und auf dem Laminat wegzusaugen. Ansonsten kann es nachher zu unangenehmen Geräuschen kommen, denn wenn dieser Halter ja drauf sitzt, dann hört ihr es ja schon eventuell, ja, so leichtes Schaben oder so Geräusche können halt dadurch entstehen. Danach drückt ihr den Dübel hinein, nehmt euch einen Halter, eine passende Schraube und schraubt das Ganze fest. Haben wir dann auch alle Halter gesetzt, können wir auch unsere erste Fußleiste hineinsetzen. Das bemag oder bedarf ein bisschen Übung, aber ihr werdet ziemlich schnell den Dreh raus haben. So. Jetzt ist natürlich der Vorführeffekt. Und dann kommen wir natürlich irgendwann an einer Steckdose an, wie es hier der Fall ist. Dann würde ich dieses Dübelloch oder Bohrloch nicht direkt unter der Steckdose setzen, sondern entweder nach links oder rechts versetzt, damit wir auch nicht das Kabel von der Steckdose beschädigen. Und wieder einmal haben wir ein Projekt abgeschlossen. Ich bin jetzt hier mit diesem Raum fertig. Ich muss zugeben, dieser Raum ist einfach nur ein Rechteckraum gewesen, was nicht von den Ecken her so kompliziert ist. Aber man sollte das Ganze nicht unterschätzen. Nehmt euch wirklich viel Zeit im Anspruch, damit ihr das wirklich auch alles akkurat und sauber macht. Was ich noch euch empfehlen kann, ist die Fußleisten, wenn ihr so ein Clipsystem habt, je nachdem, was für ein Clipsystem ihr verwendet, drückt die Fußleiste von oben nach unten runter. Ich nehme manchmal noch so einen kleinen Schonhammer, dann kloppe ich oben drauf. Wenn ihr einmal vorne ranzieht, dann kann es durchaus sein, dass ihr die Dübel rausreißt. Das ist halt so die Gefahr, wenn ich so ein Clipsystem verwende, dass es nicht so ganz einfach ist beim Verlegen. Ansonsten hat das Ganze sehr gut geklappt. Wie gesagt, es geht alles auf die Knie und man ist ziemlich schnell geschafft, aber ich habe es letztendlich geschafft
Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben von euch freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Hier sind noch zwei weitere Videos und ich mache jetzt Feierabend.